Wir stehen hier vor der Stadthalle in Wattenscheid und vor mir steht Klaus Franz, eigentlich so der Stargast des heutigen Parteitages der CDU Bochum, obwohl er gar nicht auf der Tagesordnung stand eigentlich, denn Sie sind designierter OB-Kandidat der CDU Bochum. Warum wollen Sie das machen? Naja, also zunächst mal war das der Vorschlag der Findungskommission, dann hat sich der Kreisvorstand mit der Frage beschäftigt, wir hatten einige Gespräche zu dem Thema und am Ende sind wir eigentlich gemeinsam zu dem Ergebnis gekommen, dass das ganz gut passen würde, wenn ich das mache, aufgrund der Dinge, die ich eben in der Vergangenheit gemacht habe. 25 Jahre Rat der Stadt zum Beispiel und Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion. Also da gab es wirklich einige Argumente, wo ich auch gesagt habe, okay, gut, das kann man gut nachvollziehen, dass das Sinn macht. Aber wollten Sie sich nicht eigentlich aus der Kommunalpolitik zurückziehen? Im Rat sind Sie ja zum Beispiel nicht mehr. Naja, ich bin noch Sprecher im Ausschuss für Beteiligung und Controlling. Das war ja auch immer ein Thema, wo ich mich viel mit beschäftigt habe. Stichwort Steherkauf habe ich ja sehr kritisiert und kritisiere ich nach wie vor. Also ich habe nie ganz aufgehört mit Kommunalpolitik, fand es aber auch richtig und angemessen, den Fraktionsvorsitz dann abzugeben und jetzt dann zunächst mal ein bisschen kleiner zu fahren. Ist aber auch kein Geheimnis zu sagen, dass wir schon damals überlegt haben, ob das, was heute hier passiert ist, vielleicht mal ein Punkt sein könnte. Und wenn, dann wollte ich da auch freien Rücken haben. Wie würden Sie das Amt anders ausüben als die amtierende Oberbürgermeisterin? Na, also zunächst mal, ich habe das ja gerade gesagt, ich finde, dass diese Stadt ein Dienstleister sein muss für die Menschen in dieser Stadt. Und den Eindruck haben wir ja nun wirklich nicht. Also wenn man sieht, wie lange man auf Genehmigungen wartet, wie träge und zäh und wie langatmig viele Dinge sind, das muss nicht sein. Das kann man ändern, das geht und das ist ein großer Punkt. Zweiter großer Punkt ist Innenstadtentwicklung, Einzelhandel. Anderer großer Punkt ist, wo man was machen kann, ist, wie kriegen wir Arbeitsplätze nach Bochum, nach diesen hässlichen Entwicklungen, die wir ja hatten mit Opel und anderen. Da kann man was machen. Ich glaube, da kann ich auch aus meinem beruflichen Leben eine ganze Menge an Dingen aufrufen, die ich da erlebt habe. Da weiß ich, wie die andere Seite einer Verwaltung denkt. Das kann ja auch manchmal ganz hilfreich sein. Also wir machen Bochum auf jeden Fall viel, viel dienstleistungsorientierter. Nehmen wir mal an, der CDU-Parteitag bzw. die Kreismitgliederversammlung, wie es offiziell heißt, wählt Sie zum OB-Kandidaten, wovon ich ausgehe, Sie wahrscheinlich auch. Was würde Sie besser machen als die anderen Kandidaten, die bisher bekannt sind? Ja, also nochmal, ich würde eine ganze Menge Dinge, die risikoreich sind, lassen. Also Stichwort Schweizer Frankengeschäft, Stichwort Cross-Border, Stichwort Steag. Also wir machen weniger risikoreiche Sachen, sondern wir machen die Dinge, von denen wir etwas verstehen und die machen wir richtig. Das ist das eine, was wir anders machen. Das zweite, was wir anders machen, ist eben, dass wir Bearbeitungszeiten in den Fachämtern verkürzen wollen, um eben schneller Leuten eine Baugenehmigung zu erteilen oder fürs Gewerbe irgendwas zu machen. Wir werden schneller reagieren, wenn sich irgendwelche Veränderungen in Bochumer Unternehmen entscheiden. Also wir machen das effizienter und schneller und zielorientierter. Wenn Sie jetzt gewählt werden würden, dann hätten Sie ja eine Ratsmehrheit, die jetzt nicht gerade Ihren politischen Farben entspricht. Wie wollen Sie denn damit zusammenarbeiten? Also es gibt ja mehr Dinge, als man vielleicht glaubt, die in der Entscheidungsbefugnis des Oberbürgermeisters liegen oder der Oberbürgermeisterin liegen. Alles, was rathausintern ist zum Beispiel. Deshalb habe ich da auch gerade meine Beispiele darauf bezogen. Also das kann man als Oberbürgermeister machen. Und das andere ist, wenn man mit vernünftigen Vorschlägen in die Ratsversammlung geht oder in die Ausschüsse geht, dann habe ich nach wie vor auch den Eindruck, dass man da Mehrheiten für kriegt. Wenn man das wirklich qualifiziert vortragen kann, wenn es substanziell ist, dann geht das. Es gibt eine Frau Roth, die im Römer zwei Perioden in Frankfurt gegen eine andersfarbene Ratsmehrheit Oberbürgermeisterin war und die hat das sehr, sehr gut gemacht. Also ich denke, das ist gut möglich. Vielleicht ist das ja auch sogar ein Schritt in eine Richtung, wo man viele Dinge eben auch transparenter machen kann. Abschließend gefragt, es gab ja immer die Diskussion, ob es eine breite Oppositionskandidatur geben soll. Herr Lücking hat sich zum Beispiel ja selber schon als OB-Kandidat auch für die CDU angeboten. Würden Sie persönlich von dem designierten Amt zurücktreten, wenn es dann eine breite Mehrheit gibt? Oder würden Sie die anderen Parteien überzeugen, dass Sie der geeignete Kandidat sind? Nein, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich zurücktreten will. Dann ist es ja wohl außer Frage, dass die Union die starke Oppositionsfraktion ist. Ich finde es schon gut, dass
ich von anderen Parteien höre, dass sie keinen eigenen oder bürgerlichen Parteien höre, dass die keinen eigenen Kandidaten aufstellen wollen. Das heißt, da haben wir schon etwas mehr Geschlossenheit als auf dem linken politischen Lager. Und insofern können wir da jetzt prima mit leben. Gezählt wird am Ende und gezählt wird wahrscheinlich nach der Stichwahl. Das müssen wir dann sehen. Okay, vielen Dank. Herzlichen Dank Ihnen auch.